Das ist eine Stiftung, wo ich weiß, dass jeder Euro hilft. Mit dem Dr. Gück, ein Augenarzt, der 4 bis 6 Wochen im Jahr kleine Kinder im Tibet operiert, damit sie nicht erblinden. Wir hatten gestern ja einen schönen Erfolg, 35.000 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Tolle Geschichte, tolle Gäste, tolles Wetter, toller Club. Besser geht nicht. Ich unterstütze ja als Siegelsmitglied seit vielen Jahren sehr viele Turniere und es war mal einfach eine Ambition und ist auch viel Leidenschaft dabei, mal ein eigenes Turnier zu machen hier im Münchner Golfclub, was mein Heimatclub ist, und um einfach die Stiftungen, die mir nahestehen, und es sind viele, zu unterstützen. Ja, Rolf ist ja schon sehr lange bei den Eagles mit dabei. Wir kennen uns ganz gut von den Golfturnieren. Und es ist halt schön, dass er auch das Herz am rechten Fleck hat, dass er gerne helfen möchte. Ihm geht es halt auch relativ gut, wie uns allen eigentlich. Und wenn man selber ein bisschen dankbar ist für das, was man hat, dann gibt man auch gern. Wir hatten ja gestern einen Galaabend. Ich denke einfach, man kann ein paar Menschen auf unserer Welt helfen. Und das ist einfach das Wichtigste, Schönste, was man gerne tut. Also es gibt genügend zu tun. Und wenn jeder Mensch dieses Pflichtgefühl in sich aufruft und sagt, aha, da kann man was machen, dann glaube ich, wäre die ganze Welt ein bisschen besser. Ja, ich denke mal, das ist jetzt insofern wichtig, wenn man jetzt alleine sieht, welche Summe gestern Abend zustande gekommen ist. Natürlich hat das auch einen Faktor, dass man gerne mit netten Leuten zusammen ist. Und das macht auch Spaß, das will ich nicht verhehlen, logischerweise. Es ist mehr als nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, da kommen schon jedes Jahr ein paar hunderttausend Euro zusammen. Und wenn man das mit dem Golfspielen machen kann, dann ist es doch eine simple Geschichte, da was Gutes zu tun. Und dadurch, dass ich ja vom Golfen komme, ist das für mich an sich wunderbar. Es ist einfach eine wunderbare Kombination, in der Natur zu sein, zu spielen, Spaß zu haben und dann noch für einen guten Zweck. Ich weiß jetzt, wie anstrengend das ist und welche Konzentration man braucht, aber im Vordergrund steht der Spaß. Also Rolf Merz muss man nicht selbst unterstützen, aber das, was er unterstützt, ist unterstützenswert, und was die Eagles auch unterstützen, ist immer gut. Es gibt unglaublich viele hilfsbedürftige Menschen, die man auf diesem Wege tatsächlich nicht nur unterstützen kann, sondern auch die Aufmerksamkeit und das Augenmerk darauf lenken kann. Und dazu sind diese Veranstaltungen gut. Alte Säcke, viel Kohle, also können wir junge Leute damit fördern. Warum nicht? Ist doch gut.